Das Wort hat nun die Kollegin Johanna Voss für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Während in vielen Großstädten inzwischen Internetanschlüsse mit 200 Megabit pro Stunde pro Sekunde existieren, müssen die Menschen auf dem Land froh sein, wenn sie per Mobilfunk ins Internet können. Und damit erreichen sie nur den einstelligen Megabit-Bereich. Sobald mehrere Nutzer online sind, sinkt die Geschwindigkeit rasant. Und das kostet dann weit mehr als der Breitbandanschluss in der Stadt. Aber viel schlimmer geht immer noch übers Modem ins Internet. Das betrifft immer noch über 1 Million Menschen. Ein Internetanschluss mit Modem ist so gut wie kein Internetanschluss. Das Surfen wird zur Strafe. Betriebe auf dem Land können noch nicht mal Mails mit Anhängen öffnen. Wie soll man da arbeiten? Wie soll man da einen Betrieb leiten? Das ist kein Zustand. Der Breitbandanschluss muss daher endlich zur Norm für alle werden. Das geht. Und das geht nur mit der Aufnahme in den Universaldienstkatalog. Schon vor knapp 4 Jahren hat Die Linke das an genau dieser Stelle gefordert, leider ohne Erfolg. Jetzt endlich haben sich die Grünen unserer Forderung angeschlossen. Sie fordern nun wie wir eine Universaldienstverpflichtung für Breitband von erst mal 6 Megabit pro Sekunde. Glückwunsch dazu. Auch die SPD hat sich in letzter Zeit Minute bewegt und will ab 2013 einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet. Auch sie hat eingesehen, dass der LTE-Mobilfunk keine lückenlose Grundversorgung bereitstellen wird. Doch wie es aussieht, will die Union sich nicht gegen die FDP durchsetzen. Sie halten weiter den längst gescheiterten freien Wettbewerb hoch und verhindern eine Verpflichtung der Unternehmen. Sie haben zu verantworten, dass sich Deutschland beim schnellen Internet gerade mal noch im Mittelfeld der europäischen Länder bewegt, dass ganze Landstriche in ihrer Entwicklung gebremst werden und Menschen von der virtuellen Außenwelt abgeschnitten sind. Zwischen dem Armen und dem Reichen ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Recht, das befreit, sagt Rousseau. In ihrem Marktwahn bleiben Union und FDP sogar hinter den Vorgaben der EU zurück. Auf EU-Ebene steht funktionales Internet im Universaldienstkatalog. Leider ist der Begriff nicht näher definiert. Die Mitgliedstaaten sollen dadurch länderspezifische Gegebenheiten berücksichtigen können. Aber was macht Schwarz-Gelb daraus? Sie behalten den unbestimmten Begriff bei. Appelle an freiwillige Verpflichtungen der Unternehmen bringen hier nichts. Da braucht man nur auf den Frauenanteil in den Führungsetagen der DAX-Konzerne zu gucken. Unternehmen sind keine Wohltätigkeitsvereine. Sie wollen möglichst viel Gewinn machen. Sie haben kein Interesse daran, freiwillig ihr Geld in den unrentablen ländlichen Gebieten da hineinzupumpen. Aber Sie als Regierung haben einen Versorgungsauftrag. Die Gewinne der Unternehmen haben Sie nicht so zu interessieren wie die Versorgung der Menschen. Das muss Ihre oberste Aufgabe sein. Es muss auch Ihre Aufgabe sein, den Unternehmen die nötigen Vorgaben zu machen oder die Netze in die öffentliche Hand zu überführen. Sie müssen dafür sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger schleunigst grundversorgt werden mit schnellem Internet. Oder hätten Sie Lust, 2 Stunden zu warten, bis Ihr neues Virenschutzprogramm endlich hochgeladen ist? Glauben Sie den Unternehmen nicht alles. Wir wollen den Universaldienst mit erst mal 6 Megabit pro Sekunde Übertragungsrate für alle. Damit ist eine Grundversorgung wieder gewährleistet. Diese Vorgabe muss natürlich regelmäßig an den Stand der Technik angepasst werden. Zumindest die Grünen sollten unserem Antrag zustimmen. Unsere Kernforderungen haben Sie ja übernommen, am besten auch SPD und CSU. Dann hätten wir endlich die notwendige Mehrheit für schnelles Internet. Ansonsten heißt es noch mal warten oder hoffen auf den Bundesrat oder engere Vorgaben aus der EU. Aber das wäre ein Trauerspiel für ein Land, das sich für so technologiefreundlich und modern hält. Ich danke Ihnen. Das